So, hallo YouTube. Ich habe hier so ein Arbeitsmesserchen liegen, das habe ich komplett selbst gemacht. Lohnt sich eigentlich nicht zu zeigen, das ist einfach zum Arbeiten, zum Beispiel draußen vorm Haus oder im Garten einfach ein bisschen Unkraut wegmachen oder mal in der Werkstatt irgendwas schnell schneiden. Das ist ein Stahl aus der Industrie. Ich weiß gar nicht genau welcher, ob das vielleicht ein Federstahl ist oder ein Werkzeugstahl. Den habe ich mir auslasern lassen und dann habe ich nur zurechtgeschliffen und zum Härten wieder weggegeben. Und da habe ich vor kurzem mal ein bisschen Unkraut weggemacht vom Haus. Und jetzt ist im vorderen Bereich ist es jetzt relativ stumpf, weil ich ja da über die Steine gekratzt bin beim Unkraut wegmachen. Hinten ist es noch scharf. Also kann man schon noch schnitzen, geht noch gut. Und da ich das Messer jetzt sowieso neu anschärfen muss, würde ich gerne mal was ausprobieren, von dem man schon ab und zu mal gehört hat und das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und zwar möchte ich so einen Nagel durchtrennen. Das ist so ein Art Türmannsnagel, der hat 4 mm ist der stark und den lege ich jetzt mal auf den Schraubstock und versuche dann mit der Klinge zu durchtrennen. Mal schauen, was mit der Klinge passiert. Ist jetzt gleich möglich, dass die Kamera ein bisschen vibriert. Weil das Stativ steht ja auf dem gleichen Tisch, wie der Schraubstock angebracht ist. Okay, das war's. Der Nagel ist durch. Tja. Das sage ich nur dazu, nicht nachmachen zu Hause. Also zumindest nicht mit jedem Stahl. Bei dem hat es jetzt eine riesige Scharte gegeben. Hier vorne. Und ja gut, macht mir bei dem Messer nichts aus. War nicht mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich habe hier noch ein Taschenmesser. Das haben wir monatelang beim Wohnung renovieren im Einsatz gehabt. Da ist vorne ein Riesenstück ausgebrochen. War bei einer ganz normalen Tätigkeit, war nichts Besonderes. Nicht so mit Nagel durchhacken oder was. Das war einfach bei einer Holzbearbeitung. Ist das Ding einfach ausgeplatzt. Und das Messer hat natürlich jetzt auch kaum noch einen Wert. Und darum werde ich das damit jetzt auch mal ausprobieren. Ist übrigens ein Bug, made in China. Habe ich mir selber einen Daumenpin angebracht aus einer Schraube. Und ja gut, der Lock ist auch schon komplett durchgeschlagen, aber der hält noch bombenfest. Und das Messer ist halt komplett aus Stahl. Da kann man auch mal hinten drauf klopfen und so. Das war zum Renovieren, war das optimal. Das haben wir für alles hergenommen, was irgendwie angefallen ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt probiere ich das da auch noch mal aus mit dem da. Mal schauen, was mit dem passiert. Nagel ist wieder durch. Also da ist es nicht wirklich ein Ausbruch, aber die Schneide hat sich sehr stark umgelegt. Also solche Späßchen hier am besten nicht mit einem hochwertigen Messer nachmachen. Okay. Wollte ich einfach mal kurz zeigen, weil die Gelegenheit da war. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.